Audi-Magneto am Start. Grüße hier beim Magnetangeln mit dem Magneter Barbarian. Oh ja, etwas leicht ramponiert. Ihr wollt sehen, was wir mit diesen wunderschönen Magneten aus der Elbe holen. Dann bleibt dran, es geht los. Yeah! Doch bevor es losgeht, müssen wir erstmal diese wunderschönen Eimer hier, die noch nicht wunderschön sind, ein bisschen aufhübschen. Mal schauen, wie wir das am besten machen. Okay, was wir erstmal brauchen, sind die großen Eimer. Die großen Eimer für den ganzen Schrott und die passenden Sticker, würde ich sagen. Klack, 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 wo geht's auf? So, ihr fragt euch jetzt, was will der mit Stickers? Was für Stickers? Na, jetzt zeige ich euch gleich mal, was für Stickers. Das sieht super aus. Die Enden lachen sich eins. Mal abziehen, aufkleben. Das sieht gut aus. Oh ja. Wuppdiwupp. Zack. Magneter Magnets. Falls ihr Magneten kaufen wollt, dann bei Magneter Magnets. Es lohnt sich, das sind wirklich die besten Magneten. Und mit dem Rabattcode Magneto könnt ihr 10% sparen, falls ihr euch auch so einen coolen Magneten kaufen wollt. Das sieht doch schon mal nach was aus, ne? Und wir brauchen natürlich noch... Zack, den Magnetangler. Der sieht noch ein bisschen nackig aus, der Eimer. Wir brauchen natürlich noch einen originalen, wunderschönen... Magneto-Sticker, selbstverständlich. Wo kriegt ihr den her? Im Spreadshop, wo ihr auch das T-Shirt herbekommt. Alles im Profil verlinkt. Der hält sich auch wunderbar auf Autos, auf Fahrräder, auf Eimern und natürlich auf Magneten und an Türschränken und überall. Könnt es ausprobieren. So, was brauchen wir noch? Da kommt noch ein Sticker drauf von Crazy Detectors. Hier könnt ihr die auch kaufen. Auch mit meinem Rabattcode. Spart ihr auch auf den Prozente. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Oh ja. Yeah. So, was passt natürlich hier auch noch super drauf? Ein Aufkleber von Götz Tattoo. Der hat nämlich mein cooles Logo gemacht. Verlinke ich auch mal im Profil, falls ihr mal euch ein Logo machen lassen wollt oder einfach nur stechen lassen wollt. Götz Tattoo. Grüße! Und natürlich noch ein wunderschönen Sticker sogar. Mehr Videos. Treasure Hunters. Mehr Videos. Oh yeah! Der perfekte Aufkleber für den Eimer auf jeden Fall. Marlon, look at this. Beautiful Bucket. Oh yeah. What a sticker. Thanks for this. So, und als vorletzten. Jetzt knallen wir noch einen Aufkleber drauf von Joker's Magnet. Grüße geht rüber über den großen Teich. Oh yeah. Irgendwann ist der ganze Eimer voll mit Haufen Stickers. Falls ihr mit drauf wollt, ruhig ein paar Sticker. Knall ich den ganzen Eimer zu und die sind mit drauf. Kein Problem. Platz ist noch genug. Und ich habe noch einen zweiten Eimer. So, und jetzt würde ich sagen. So, los geht's. Kinder, Freunde der Sonne. Ich freue mich. Oje, oje. Der erste Wurf, ihr kennt das Problem. Meistens ist das Seil ziemlich verheddert. Raus das Ding. Sag ich ja. Ziemlich verheddert. Obwohl, es geht noch. Ne? Nächster Wurf wird besser. Also das werdet ihr mir nicht glauben. Der erste Sichtfund. Ich hole mal schnell den Magnet rein. Ich weiß es nicht. Wartet, 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 wartet. Ich zeig's euch, ich zeig's euch. Das, was ist das? Gut, erster Wurf, was auch immer das jetzt war. Ah, hier liegt schon eine Stange rum, keine Ahnung. Okay, die Stange wäre jetzt der erste Fund. Ziemlich großes Eisending. Ich hole euch ran. Ihr werdet es nicht glauben. Hier, schaut. Was ist das? Was ist das? Was liegt hier rum? Okay, Schifferheu. Ich glaube, hier liegt ein Telefon. Aber was für ein Klopper? Oder ist das eine Kasse? Könnte auch eine Kasse sein. Zack, ich hab's. Na, ist wahrscheinlich nicht so magnetisch, ne? Oh doch, oh doch. Aber nicht doll. Ah. Ah. Was zum Henker ist das? Oh, ist das schwer. Oh, ist das schwer. Was ist das? Nee. Ist das wirklich eine Kasse? Hier sind Zahnräder. Ich sehe hier Zahnräder. Ist ja abgefahren. Verrückt. Okay. Okay. Also wir haben ein paar Tasten. Ja, das habe ich schon mal geschnallt. Hier hängt noch ein Kabel dran. Was ist das denn jetzt hier? Also, ist das eine
Kasse oder ein uraltes Telefon. Hier noch mehr Tasten. Hier Zahnrad, da Zahnrad. Hier ist noch ein Kabel. Ist das ein Hörer? Nee. Also es ist echt schwer und ich habe keine Ahnung, aber ehrlich gesagt, dem hier und dem hier, es sieht mehr aus wie eine Kasse. Kein Telefon. Was soll das für ein Telefon hier sein? Das gibt's aber nicht. Das gibt's nicht. Erster Wurf und dann so ein Ding. Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Es ist echt schwer. Ich denke mal, das ist ein Telefon. Ja, in so einer Telefonzelle war. Und was macht man mit Telefonen in der Telefonzelle? Man steckt Geld rein. Vielleicht ist da noch Geld drin. Das checkt man dann gleich mal aus, auf jeden Fall. Also, Wahnsinn. Vielleicht finden wir was. Und dritter Wurf. Es ist mal wieder, viele kennen es, der gute alte Holzverbinder. Spitz. Zum Holzverbinden. Ab in den Eimer. Er hakt. Irgendwas ist dran. Die Frage ist, was? Nur ein Stück Email hier. Nichts weiter. Eimer. Schrott. Eimer. Schrott. Eimer. Und wer schleicht sich da so ran? Es ist der Anfall, unser Mann. Zack. Wow, hast du den echten Eimer? Nein. Ja, hier, und zwar ein Magneteimer. Oh ja, was ist hier noch? Magneto natürlich darf nicht fehlen. Und Crazy Detector darf auch nicht fehlen. Ja, die typische Velociraptor-Kralle. Naja, klar. Prähistorisch. Prähistorisch sogar. Ja. Also es hat nicht mehr mit irgendwie 2000 vor Christi zu tun, sondern eher 200.000 vor Christi. Und im Wald warst du auch übrigens. Ah ja, ich war im Wald beim Blaubeersammeln und ich sag euch, ich hab da richtig abgeräumt. Richtig abgeräumt. Hast du Blaubeeren gefunden? Wir haben den Blaubeerwald leer geräumt. Was machen Sie denn da? Ich sammle Schrott und den mache ich hier in den Eimer rein und dann entsorgen wir den Schrott. Das ist eine löbliche Tat. Viel Spaß. Dankeschön. Ciao. Schönen Abend noch. Danke, Polizei. Es waren einfach interessierte Leute, die sich gefragt haben, Mensch, was ist denn da los? Bist du dir sicher? Nein, ich bin nicht sicher. Nein, ich bin mir sicher, dass es die Polizei war gerade. Ach so. Aber nett, oder? Ja, klar. Total nett. Das ist ein Schnüffelstück auf jeden Fall. Keine Crackpfeife. Nee. Und Steine, hier muss man jetzt mal ein bisschen genauer hingucken im Licht. Danke, dass du das Licht dabei hast. Ja, klar. Das sieht man nämlich auch, wenn Münzen zum Beispiel dran sind. Hatten wir auch schon. Ja. Na klar, Münzen, ab und zu mal. So, was könnte das sein? Oh. Freunde, es sieht aus wie... Ja, was, wie sieht es aus? Wie ein Stein. Wie ein Stein. Ich hau den mal auf. Achtung. Das ist bloß eine Eisenplatte. Ja, immerhin. Kommt hier in den super Eimer rein. Entschuldigung. So. So sieht das hier aus, ne? Jetzt kann man so denken, oh, was ist das hier? Ne, ist wahrscheinlich bloß ein Stück Holz. Ne? Ich habe erst hier schon beim Vorbeigehen Rasierklingen gesehen. Ne? Die wollte ich jetzt auch noch rausfischen. Es ist unglaublich, wie verdreckt dieses Stück Elbe hier ist. Also ich glaube, ich habe zwei Stück schon gesehen. Ich hoffe, die finden wir dann noch. Ja, okay. Da müsste ich jetzt meine Wartstiefel haben und da könnte ich ja durchwarten. Oh, da haben wir sie, die erste. Schaut. Die erste Rasierklinge. Da ist sie. Also falls ihr hier irgendwie mal vorhabt, baden zu gehen, nur mit Badeschuhe. Noch eine Kugel, wahrscheinlich ist es eine Mutter. Mach mal auf. Wie bitte? Mach mal auf. Die Mutter. Aufmachen? Quasi. Ja, mal schauen. Ja, okay, gucken. Die letzte Vermutung. Es ist ein rundes Ding und jetzt sieht man Sechskant. Mutter mit abgebrochener. Tatsächlich. Nee, es könnte auch eine Schraube gewesen sein. Und hier ist der Kopf, der Schraubenkopf. Hat ein Boot lang gefahren? Ist abgebrochen. Wir dürfen nicht zu weit reinwerfen. So, hier, pass auf. Die Rasierklinge werden wir jetzt gleich mal entfernen. Ja. Machen wir jetzt hier in den Eimer rein. Siehst du was? Ja, ja, ich sehe was. Gut. Dann finden wir ja sonst nicht mehr wieder. Ja. Blink. Den nehme ich gleich mal vor. Oh.
Ah ja, schön, wenn hier die Insekten auch Freude haben am Licht. Ja, die freuen sich auf jeden Fall. Mhm. So, was haben wir hier? Sieht aus wie ein Hufeisen. Total verrostet, aber könnte auch was anderes sein. Guck mal. Was ist ein Hufeisen? Ich weiß nicht. Im ersten Moment dachte ich so, weil hier unten offen ist. Achso, offen. Hier ja, ist ja zu, guck mal. Mhm. Aber es könnte auch ein Schäkel sein. Ein was? Ein Schäkel. Ah, ey, ich glaube, es ist wirklich ein Hufeisen. Nee, oder? Na, warte mal. Nee, das ist zu dick. Nee, was nennst du? Ja, es ist ein Stück von der Kette. Ah, ein Kettenglied. Ein Kettenglied, krass, aufgebogen. Krass. Oder aufgebrochen. Ja, ein ordentliches Kettenglied. Ja, das kriege ich jetzt. Warte mal. Oh, siehst du, ich bin so stark. Ja, super. Warte, ich zerreiß. Moteto. Und oh, das habe ich zu Hälften. Wahnsinn, oder? Ich habe gut gefrühstückt wahrscheinlich, deshalb. Mhm. Ach, da, Rasierklinge Nummer 2. Gerade eben hat man schon die erste da reingeschmissen. Ah, guck mal hier. Wir probieren es mal aus. Ja. Das weiß ich nicht. Nummer 3. Guck mal hier, es ist unglaublich. Ja, was denn? Nummer 4. Wahnsinn. Sag mal, jeder zweite Wurf hier gefühlt hat eine Rasierklinge am Start, oder? Das ist jetzt Rasierklinge Nummer 4. Vierte innerhalb von kürzester Zeit. Löffel! Ja! Besteck! Ja! Endlich mal wieder Besteck! Und vielleicht ist es sogar gutes Besteck. Das heißt, dann ist es Magneto-Besteck von der Firma Magneto. Nein, da steht hier ein M da und dann ist es von der tatsächlich Mitropa. Hier ist ein M. Warte mal, ich putze es noch ein bisschen. Also hier sieht man ein M ganz schlecht. Ja, erstes Besteck für heute. Ein Löffel. Ich freue mich übelst. Ein kleiner Löffel. Wieder was für meinen Besteckkasten. Ich glaube, der ist sogar noch zu retten. Den kriegt man wieder sauber. Mitropa fetzt. Ah, herrlich schön. It's a keeper, würde der Bonded Treasure Hunter sagen. It's a keeper. Den behalte ich mir. Der, wie viel Löffel ist das eigentlich, den du hier schon rausgeholt hast? Ich könnte mal im Keller euch ein Gefäß zeigen. Ich habe auch schon welche verschenkt und verschickt, weil Leute gefragt haben, kannst du mir Besteck schicken? Und habe ich auch gemacht. Oh. Und falls es jemand mitbekommen hat, ich habe ja im Urlaub was gewonnen beim Bonded Treasure Hunter. Ja. Mitropa Alu-Besteck, ne, die haben eben nicht nur Alu-Besteck. Nee, nicht Alu. Aber auch kein Edelstahl. Aber dafür naja, ist es zu wenig verrostet. Das ist wahrscheinlich so eine Legierung irgendwie. Ey, das ist schon eine Art Edelstahl. Also, man sagt ja immer, Edelstahl ist nicht magnetisch. Das stimmt ja, ja so gar aber, nicht. Ja, A2, A4 selbst. Ich habe ja auch A4 schon in der Hand gehabt, Schrauben, die waren auch magnetisch. Der Chromgehalt macht es nicht magnetisch. Also je mehr Chrom drin ist, desto unmagnetischer wird es eigentlich. Der Nickelgehalt, der macht's und das behält's ja quasi magnetisch. Deswegen, da wird ordentlich Nickel drin sein und relativ wenig Chrom. Genau. So, jetzt haben wir wieder was Schwereres dran. Aber cool, mache ich sauber, kann ich euch zeigen, wie ich davon dann früh, also nicht morgen früh gleich, aber eine schöne Schüssel irgendwas esse. Ist das hier eine Hacke? Ich glaube, das ist ein schweres Stück mit. Ach, siehst du das? Ja, das ist eine ordentliche Kante. Hm, was könnte das sein? Puh. Eieieiei. Schreibt es in die Kommentare, was kann das sein? Es ist spitz. Ah, es sieht aus wie ein Schlittschuh, ist es nicht. Aber es ist spitz. Hat hier zwei Nieten oder Schrauben dran gehabt. Hier ist noch was zum Drehen. Es ist auch. Und hier ist es verdammt dick. Gehört das Holz hin, was da dran hängt? Das ist Holz, Holzreste? Achso, das sind Holzreste. Oh, ne? Ja, das ist Holz. Das hier ist Metall und hier unten ist Holz dran. Oh, ein Stück Planke von einem alten Kriegs-, von der Galeere. Eine Kufe? Von der alten Galeere. Alten Galeere. Ja. Du bist auch so eine Galeere. Ja, auf jeden Fall bin ich so auch so eine Galeere. Da kommt er. Er fliegt förmlich. So. Aua, wo war die Kasse? Hier so. Ah, da. Also hier, das war auf jeden Fall der coolste Fund, die Warte Kasse. Mal. Ich mal ein bisschen Licht. Ich merke schon. Die war echt cool. Und das Victorinox, oder was, was sagt ihr? Victorinox, hier Schweizer Taschenmesser. Wie soll es denn aus? Schöne Geschichte, schönes Ding, hat mich sehr gefreut. Ich lege mich jetzt hier hin, schlafen und werde morgen hier alles in den Anhänger bringen. Also ich werde mich jetzt hier so hinlegen. Oh.
Danke euch fürs Zuschauen. Und dann wünsche ich euch eine wunderschöne gute Nacht. Danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal, Ahoi Brause.